Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief. Heute zur Wochenmitte, also am Mittwoch, dem 1. August 2012. Nach der jüngsten Stärke war eine gewisse Pause an den Märkten eigentlich überfällig, zumindest in Bezug auf Deutschland, denn der DAX ist ja doch recht steil nach oben gelaufen in der jüngeren Zeit. Diese Pause galt gestern eher etwas heterogen für den deutschen Markt, denn der DAX und der SDAX konnten sich eigentlich noch recht gut halten mit minimalen Verlusten per Schlusskurs. Etwas stärker war das Minus da schon im TecDAX mit 0,32% und die rote Laterne unter den vier größeren Indizes in Deutschland hielt der MDAX mit minus 1,0% oder etwa 110 Punkten Abschlag. Wassertreten war New York angesagt, der S&P 500 und der Dow Jones leicht im Minus. Beim Nasdaq 100 gab es ein kleines Plus per Schlusskurs. Ja, die Märkte warten nun sozusagen auf die Bringschuld der Notenbanken, besonders der EZB. Das ergibt kurzfristig eine etwas dünne Eisdecke, denn wenn die Erwartungen zu hoch sind, dann ist natürlich auch das Enttäuschungspotenzial umso höher und umso leichter ist es möglich, dass offizielle Politiker beispielsweise hier mit Äußerungen auch schon mal für etwas Verunsicherung sorgen. Blankoschecks wird es von der EZB wohl eher nicht geben, aber nachdem Mario Draghi so vorgeprescht ist, darf er nun auch nicht ohne irgendeine Maßnahme rausgehen, ansonsten gäbe es doch recht markante Enttäuschungen oder Enttäuschungskurse auch an den Märkten. Für Ben Bernanke, beziehungsweise die Fed, scheint die Erwartung zu sein aktuell, dass es der Leitzins bei 0,25% bleibt. Und dass es zunächst auch keine neue Konjunkturhilfe gibt. Insofern ist die Eisdecke in Bezug auf Europa eigentlich etwas dünner als die für USA im Verhältnis von Erwartungen und der realistischen Perspektive. Ja, ich sagte es eben schon oder deutete es an, wenn dann zweifelnde Stimmen kommen oder auch gegenteilige Stimmen, dann kann das eben auch für Verunsicherung sorgen. Beispielsweise gestern durch Wolfgang Schäuble, der sich über die Lizenz zum Gelddrucken für den ESM eher ablehnend äußerte. Dazu kommen Äußerungen von Jürgen Stark, früher ja der Chefvolkswirt der EZB. Nach seiner Meinung, ich zitiere, wird wiederum nur Zeit gekauft und da hat er wohl recht. Er sieht schon die jetzige Situation als eine extreme Dehnung des europäischen Rechts und da hat er wohl ebenfalls recht. Und es ist schon etwas schleierhaft, wie die EZB einen solchen Kurs tragen kann, beziehungsweise auch kann man sich die Frage stellen, inwieweit die Gräben damit nicht deutlich tiefer werden zwischen der südlichen Verständnisweise, sagen wir mal, und der deutschen Verständnisweise, also konkret der Bundesbank. Hier laufen die Trends wohl eher auseinander im Verständnis und nicht zueinander. Unterdessen zeigt sich auch Griechenland immer mal wieder auf der Medienbühne. Der stellvertretende Finanzminister verlautbarte, dass die Cash-Reserven fast bei Null lägen. Brisant ist das auch vor dem Hintergrund, dass per 20.08. ein EZB-Bond fällig werden soll. Gibt es keine Schützenhilfe von der EU und dem IWF, dann könnte es unter Umständen etwas eng werden. Also Griechenland ist immer mal auch für kleinere und größere Sensationen gut. Kommen wir zu einigen Aktien bzw. Unternehmen. Gehen wir mal rüber nach New York bzw. die USA. Facebook, die Rutschpartie bei dieser Social-Media-Aktie, ging gestern munter weiter. Minus 6,2% waren gestern angesagt, sowie ein neues Rekordtief bei 21,71 Dollar. Thematisch verwandt der Spielehersteller oder das Spielunternehmen Zynga. Hier ging es gestern um knapp 2% gen Süden, allerdings auch mit dem Gegenwind einer Klage. Anheuser-Busch, etwas enttäuschend war gestern dieses Unternehmen mit der Vermeldung von einem Gewinn- und Bierabsatz unterhalb der Erwartung. Entsprechend knickte die Aktie auch um 3,2% ein. Aber natürlich sollte man das auch im Kontext der Kursentwicklung sehen, denn die Aktie ist in den letzten Monaten nun wirklich ein beachtlicher Hort von relativer Stärke und überhaupt Stärke gewesen. Noch ein Schlaglicht aus den USA. Goodyear gibt natürlich auch positive Schlaglichter. Goodyear ist so eins. Der Gewinn kam höher rein als erwartet. Die Nachfrage Nordamerikas ebenfalls ordentlich. Die Aktie gestern hat es honoriert mit 10,4% Kursanstieg. Damit dürfte der charttechnische Boden bei etwa 9,60 Dollar auch halten. Potenzial nunmehr in Richtung 14 bis 15 Dollar. Eine Hürde auf dem Weg dorthin ist der Widerstand bei 12 Dollar als Orientierungsmarke.
Kommen wir zu Deutschland. BMW, fangen wir damit mal an. Es gab einen knackigen Gewinneinbruch bei diesem Automobilhersteller. Vor Steuern verdiente man 1,977 Milliarden Euro, also etwa ein Viertel weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Teil dieses Gegenwindes oder der Entwicklung sind höhere Personalkosten, Wettbewerbsdruck, auch Investitionen und außerdem auch ein Sondereffekt im Vorjahr, mit denen die Messlatte eher hoch hing. Der Umsatz kam um 7,3% voran auf etwa oder gut 19 Milliarden Euro. Die Aktie heute unter den schwächeren Einzelwerten im DAX. Heidelberg Zement, eine Aktie, die wir immer wieder mal im Frankfurter Börsenbrief auch mit dabei hatten. Es gab Zahlen für das zweite Quartal. Der Gewinn nach Minderheiten lag bei 184 Millionen Euro, vergleicht sich mit vorher 159 Millionen Euro. Beim Umsatz ist man gut vorangekommen, um 11,4% auf 3,781 Milliarden Euro. Die Nachfrage in Asien und auch Nordamerika scheint ganz gut zu sein. Auch der Sparkurs scheint gut zu laufen. Das Sparvolumen seit Jahresanfang wurde mit 138 Millionen schon ganz gut ausgelotet. Das Ziel für das Gesamtjahr war ja 200 Millionen. Es wird aber wohl eher etwas mehr werden mit diesem konkreten Sparprogramm. Fresenius, kommen wir zur Gesundheitsbranche. Warmer Gewinnregen war angesagt bei der Fresenius-Familie, also bei Fresenius als dem Mutterunternehmen und auch bei der Dialysetochter FMC. Wir hatten die Aktie der Muttergesellschaft Fresenius hier am Frankfurter Börsenbrief empfohlen. Kaufkurs laut Empfehlungsliste 75,07 €. Kurs heute Morgen etwa 86,60 €, also etwa 15% höher. Wird das Kursziel erreicht, wären es etwa 33% Gewinn gegenüber dem Kaufkurs, wobei Fresenius auch durchaus noch mehr zuzutrauen wäre, wenn man als Investor etwas mehr Zeit bringt bei diesem exzellenten Unternehmen. Bitte beachten Sie zu den Zahlen, ergänzen dann auch zu diesem Ticker das Update von heute Morgen auf unserer Website. Wir sind angelangt bei unserem Terminkalender generell. Hier greife ich mal heraus, feiertagsbedingt geschlossene Börse in der Schweiz. Ansonsten Angaben zu der Auftragsentwicklung im Maschinen- und Anlagenbau vom VDMA. Ansonsten für heute angesetzt beispielsweise aus den USA ADP Arbeitsmarktbericht Juli, ebenfalls USA ISM-Index Juli sowie Angaben zur der Entwicklung bei den Bauausgaben Juni. Und der wöchentliche Ölmarktbericht EIA. Abschließend zum Markt. Die jüngere Stärke war etwas steil. Damit ist es also durchaus nachvollziehbar, dass der Markt im Moment ein wenig müde ist, beziehungsweise erstmal abwarten möchte, Fakten haben möchten, was nun auch von der EZB und auch von der Fed kommt. Ja, besonders die EZB ist nun in der Bringschuld sozusagen, den Äußerungen von Mario Draghi nun auch etwas folgen zu lassen. Ansonsten könnte es Enttäuschungskurse geben. Und was macht man daraus strategisch für den heutigen Börsentag? Sie müssen sich mit neuen Engagements heute nicht groß aus dem Fenster lehnen. Warten auch Sie erstmal ein wenig ab. Das war's für heute. Ihnen einen guten Börsentag, Ihr Walter Thissen.